Jetzt kommen wir wieder zu einer Gruppe, die auch jedes Jahr, glaube ich, dabei ist, und zwar die Volkstanzgruppe Bentholen-Habern. Das sind 30 Tänzerinnen und Tänzer. Und diese Gruppe ist auch nicht nur hier in der Region aktiv, man könnte das ja vermuten. Nein, die sind auch international unterwegs. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war die Gruppe auch schon mal in Amerika. Dieses Jahr waren sie auf jeden Fall in Italien, Neapel und Atina am Rande der Abruzzen. Also überall in Europa und auf der Welt mag man deutschen Volkstanz, das ja auch vollkommen zu Recht. Und die Herren, die Sie gleich sehen werden, tragen traditionelle Zimmermannstrachten und die Damen dazu natürlich ein passend entworfenes Kleid. Sehen Sie jetzt ein Potpourri aus verschiedenen deutschen Volkstänzen von der Volkstanzgruppe Bentholen-Habern.
Die Volkstanzgruppe Bentholln-Habern. Vielen herzlichen Dank. Ja, man merkt einfach, Volkstanz, das kommt an hier in Oldenburg. Ja, ich glaube, Sie lieben das, ne? Volkstanz. Ja. Und was wir noch sagen müssen, dort drüben sitzt am Akkordeon und sie hat live dazu gespielt, Leonie Feike. Vielen herzlichen Dank. Ja. Und Leonie Feike ist extra aus Hannover heute zu uns gekommen, um hier spielen zu können. Vielen Dank an Leonie Feike. So.